Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Boah, in der letzten Folge haben wir Xemnas fertig gemacht im finalen Bosskampf. Ja, und wir werden jetzt nicht den optionalen Boss tackeln, den ich hier eigentlich vorhatte zu tackeln im letzten Part. Nein, ich habe ein bisschen gelevelt. Ehrlich gesagt habe ich so eine Stunde, nachdem ich das Finale aufgenommen habe, hier noch ein bisschen gelevelt. Jetzt auf Level 65. Ich habe bisher nur folgende Sache gelernt, und zwar Abschlussangriff Plus, die ich sofort ausrüsten möchte. Ich tue jetzt Formboost hier rausnehmen, weil ich glaube, dass ich Formen brauche. Und noch irgendwas? Ich glaube sonst nichts, ne? Im Moment nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Gut, wir haben jetzt Abschlussangriff Plus, also da können wir zwei von denen machen. Das ist besser als Luftmeuchler, finde ich. Ich habe das Schlüsselschwert mal ausgerüstet, weil das bisher das stärkste ist, so Magie und so mäßig. Magnega habe ich mal genommen, weil da drin könnte es ein bisschen gefährlich sein, weil wir gehen jetzt da rein in die Höhle des Gedächtnisses. Ja, ich habe mir so gedacht, da drinne ist es sehr schwer voranzukommen und ja, die Gegner hinterlassen Erfahrungspunkte und das soll ich dann vielleicht noch machen, während ich noch Erfahrungspunkte gebrauchen kann. Also gehen wir da rein. Weil warum nicht? Dann ist mir noch aufgefallen, wir müssen ja noch Dingens hier machen. Die Paradox-Cups in der Unterwelt-Arena. Ja, dafür muss er auch so Level 70, 80 und so sein. Also ja, ich brauche ein paar Level. Also machen wir das jetzt mal. Erstmal gehen wir hier rein. Abilitamin, das könnte ich doch jetzt gebrauchen. Habe ich noch ein paar? Ich habe einen. Habe ich jetzt noch mal rausgenommen. Formboost, ne? Warum habe ich das rausgenommen? Okay. So, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Zweisamkeit das Beste ist. Vielleicht kann ich doch irgendwie die Form brauchen, um mir so ein Leben zu retten. Was soll ich hier jetzt sonst reinnehmen? Ich Erfahrungsboost wegen Erfahrungspunkte, aber möchte ich jetzt nicht so drauf zählen. Nehmen wir nicht Memoir oder irgendwo Angriffskraft. Ja, gehen wir hier rein. Hier drin ist es verflucht schwer. Weiß nicht, ob es jetzt schon so schwer ist, aber am Ende wird es auf jeden Fall schwierig. Also zu überleben. Ich glaube, hier kommt man auch erst durch, wenn man wirklich alle Dingens hat, alle ihre Bewegungsfähigkeit. Ach, da sind ja auch noch Dingens. Puzzleteile, stimmt. Da. Ach, hier geht doch noch. Ich setze nur einfach, aber ich kriege auch gar keinen Schaden. Okay, so viel dazu. Hier gibt es auch Materialobjekte, die ich brauche. Weil solange ich nicht alle mindestens einmal gefunden habe, kann ich nicht Ultima schmieden, weil ich dann ein Orihalcum Plus bekomme, glaube ich. So wie ich das herausgefunden habe, jedenfalls. Und ja. Das heißt, ich muss hier so oder so rein, wenn ich noch von Ultima irgendwas haben will, so spielmäßig in diesem Projekt. Ich glaube, wir können zwei verschiedene Arten. Ich glaube, in jedem Gebiet können irgendwie so zwei verschiedene Arten von Gegnern immer auftauchen. Also zwei verschiedene Bällen. Und hallo. Kenn ich gar nicht. Schamanenrelikt. Ah ja, ich habe ein Schamanenrelikt hier in Dingens bekommen. Im geweihten Land. Und ja, von diesen Schamanen. Jetzt habe ich das hier bekommen, ausgezeichnet. So, ihr könnt zwei Gegnerwellen, glaube ich, auftauchen in jedem Gebiet. Und manchmal tauchen ja so blöde Autos auf und sind nervig. Da bin ich froh, dass diese Welle nicht gekommen ist. So. Und die Musik erinnert mich voll an Final Fantasy 10. Muss ich jetzt mal so sagen. Also Albedruin oder irgendwie sowas. Wir wissen, von was ich hier rede. Ja, und ohne diese Bewegungsdinger ist man hier ein bisschen aufgeschmissen, glaube ich. Nicht vollkommen aufgeschmissen, aber mit durchzukommen sind die notwendig.
war jetzt nicht gut. Komme ich da oben hin? Und da, ne? Da, zack. Vitamin. Gebe er mir das. Ich sollte hier vielleicht noch reingehen, während ich noch Erfahrungspunkte bekommen kann. Habe ich so festgestellt, also statt irgendwie am Ende, wenn ich schon alles erledigt habe. Ja, in die Tiefen der Höhle vorstoßen. Ja, das könnte ja schwierig werden. So, Dingens. Was anderes gucken eigentlich. Okay, dafür brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dinger. Aber immer noch was anderes nachgucken, egal, ich vergessen. Schatzdrohnen, mein Gott. Schon alles schätze ich ab. In der richtigen Reihenfolge. Nö. Deswegen, wo ist noch eine? Ich glaube, da unten war sie. Ja. Oh Mann. Oh, da sind sie out. Da sind die Autos. Ja, und die haben natürlich wieder diese. Ich habe das hier. Echt zum Trainieren benutzt, Magnega. Ganz halt Explosion und Explosionswelle, Magnetwelle eingesetzt. Da bringt es auf jeden Fall. Ich dachte, er kann nicht darüber. Hier ist er neu gespawnt. Hier kann doch gar nicht sein. So, haben wir jetzt alle Truhen hier. Ja, glaube ich. Weiter. Ich bin noch nicht mal annähernd hier weitergekommen. Wir müssen durch diese weiße Tür da gehen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Kann übrigens noch ein bisschen dauern, bis wir hier durchkommen, weil das ist nicht so kurz, das Level. So, die Höhle. So. Mal kurz gucken. Irgendwas ist. Nein, dann gehen wir da weiter. Und hier muss man die ganzen Formen Abilities benutzen, um überhaupt weiterzukommen. Zum Beispiel den Sprint von der weisen Form. Hui. Bams. Und dann gibt es hier sowas, wo wir uns durchkämpfen müssen. Ich glaube, den kann ich nur bekämpfen, wenn da sich verwandelt wurde. Stand denn da überhaupt? War gerade gelesen. Alles töten, ne? Ach, ihr seid nur gegen Magie. Weiß ich doch nicht mehr, Mann. Ich euch in der Luft. Na, ja, jetzt ist es spät natürlich. Autos. Wir hatten nur dann, wir hatten nur entschieden, dass die so einen blöden Effekt haben, dass die unbesiegbar sind, wenn die ihren Sprintangriff hier sind. Das gibt auch nicht geil. Du musst die halt immer einmal ergehen lassen. Ja, gut ist, man hat ja wenigstens so das Gefühl, man erreicht was, wenn man hier mal ein bisschen weiterkommt. So ein Kampf oder so. So ein bisschen ja mit Rätsel verbunden, man als nächstes hin muss, was man machen muss. Aber ist jetzt nicht so. Das ist das Problem, da bin ich voll daneben. Geschlittert. Nun. Und nun. Ja, es fängt schon an mit den Rätseln. Ist irgendwann am Kristall. Wir machen. Hell? Was ich jetzt hier machen? Komm jetzt schon nicht weiter.
So, boah. Wahrscheinlich irgendwie voll blind oder so wieder. Hä? Blind oder was? Ah, es geht schon los. Wo muss ich denn jetzt hin? Da lang oder was? Ach, da, boah. Muss man halt aktivieren, das weiß ich noch. So, oh, sehr geiles Bild. Ja, Mann, ich tue ja alles rechtzeitig. Jacker Trick, wir drehen hier. Sehr gut, kein Problem. Ich glaube, da sollte man auch irgendwie eine Form einsetzen oder so. Aber wenn man das so schafft, warum? Da sind die Bohrer da weg, ausgezeichnet. Jetzt beginnen die Jump'n'Run-Action hier. Ja, das könnte ja noch ein Abenteuer werden. Im Teil. Ja, definitiv aber auch zwischendurch mal hier rausgehen und speichern. Wo ich glaube, nach jedem Kampf wird das sowieso ja automatisch übernommen. Solange man immer weiterspielen drückt, ist ja eigentlich kein Problem. Ich habe das ja früher mal gemacht. Ich hatte erst mal gespielt habe hier nur mit Spiel laden, um diese Trophäe zu bekommen, dass man niemals weiterspielen irgendwie gedrückt hat. Hat es ein bisschen erschwert. Sehr gut. Oh, das ist ein Puzzleteil. Hier ist auch ein Puzzleteil. In meinen ganzen Fähigkeiten muss ich jetzt hier eigentlich locker durchkommen. Da gibt es jetzt zwei Wege. Wenn man darunter fährt, kommt man gar nicht mehr. Okay, gut. Weil nämlich da gerade runterspringen. Oh, ich weiß gar nicht, ob die so wichtig sind. Und jetzt sind da. Zum Glück habe ich schon gleiten und so. Ich kann ja die meisten Sachen voll überspringen. Das ist kein Problem, ja. Und da gehen wir auch noch hin und holen uns die Karte, nehme ich an. Ja, komm. Ich glaube, vier Karten haben mir noch gefehlt. Das heißt, wir sind schon mal der Hälfte von dem Teil hier durch. Durch. Nehme an, ich habe alle Puzzleteile gesammelt bisher. Ich meine, irgendwo hat mir aber noch was gefehlt. Ich weiß es aber nicht mehr. Irgendwas hat mir noch gefehlt. Eine Truhe oder ein Puzzleteil, glaube ich. Ich hatte alles schon nachgeholt. Ich weiß es nicht mehr. Ein Kraftbolzen, ja, damit. Ja, okay, gucken wir mal da. So, eine Karte fehlt mir noch. Oh, dann bin ich ja schon gleich weg hier. Fertig hier, meine ich. Boah, da fehlt mir schon wieder so viel. Dingens Kraftbolzen. 52. So, was muss ich hier machen?
glaube, hier kann man auch, wenn man irgendwo daneben springt, ja, ganz nach unten landen. Hier zum Beispiel. Ich glaube, wenn man hier runter springt, kommt man immer hoch. Aber ich glaube, irgendwann tun sich so Abkürzungen eröffnen. So, was war hier nochmal? Okay, was muss man hier nochmal machen? So. Jetzt kommen die ersten nervigen Gegner, glaube ich. Ich werde gerade voll auf Déjà-vu. Oh nein, nicht diese drehenden Viecher. Die sind richtig nervig. Guckt euch mal den Angriff an. Das Schlimmste ist, wenn du einmal in den Angriff drin bist, dann kommst du da nicht raus. Ah, rückt, setze ich hier mal einen Magnet ein. Aber die Typen sind auch irgendwie, glaube ich, unbesiegbar von einigen Stellen, wenn ich mich irre. Einfach Magnet. Mach mir ein einfacher hier. Sehr gut. Richtig schwer wird es ja nur am Ende. Habe ich schon Angst vor. Ich habe ein paar Sachen verpasst, glaube ich, aber was soll's. Also, wir kommen ja erstmal durch. Vielleicht schaffe ich dazu ein paar. Ja, das Gebiet kenne ich noch. Da habe ich, glaube ich, immer irgendwelche Sachen gesammelt oder so. Also, farmt. Nicht mehr was, aber ich habe hier viel Zeit verbracht, glaube ich. Also, als ich hier trainiert habe, immer. Und das ist eigentlich kein Problem in dem Spiel. Innerhalb von einer Stunde habe ich irgendwie 5 Level oder so gehabt. Das dauert nicht so lange. Ich bin in allen möglichen Welten gewesen. Wegen dem ganzen Zeug hier. Und Materialien und so. Wenn ich die richtigen kriege. Aber wenn ich nur ein Dings, die Welt, die Nummer 2 trainiere, kriege ich ja nicht irgendwie, weil nicht so Pyro-Kristalle und was weiß ich alles, was man hier noch bekommen kann. Kriege ich nur die ganzen Zwielicht-Sachen oder Duktil-Sachen. Ich muss ja noch ein paar Sachen herstellen. Auch für einen anderen unbesiegbar zu sein an einigen Stellen. Naja. Ja, von auch Schaden bekommen. Durch diese Rohre, nicht durch Magnet. Magnet kriegen die auch Schaden, aber oh, die Viecher, die sind auch nervig. Ah. Sind auch an einigen Stellen unbesiegbar immer. Ich meinte, ich habe mal viel mehr Schaden bei denen bekommen. Zwar auf dem Maximallevel und so noch. Aber bitte sag mir nicht, dass da oben respawnt jetzt. Ah, toll, der ist jetzt wieder verschwunden. Da ist er, taucht jetzt gleich wieder mit vollen AP auf. Ma. Okay, gehen wir da so durch erstmal. Ich glaube, das ist eine doofe Idee, weil hier tauchen auch noch Gegner auf. Wenn ich dein Mann, ist mich durch. So, du wurdest weg. Die Viecher sind richtig schlimm. Wenn die einmal einen angefressen hat, kommt sie einem raus. Genauso. Das hat. Eine seltenen Fälle, wo ich mal Magneka einsetze. Wer dann einfach zu nervig wird. Ma. Ma. So. Aber bis jetzt läuft es noch gut, finde ich. Ich habe es hier viel schlimmer in Erinnerung gehabt. Deswegen Gegenständen ja, ne? Ich gegen die gekämpft habe immer. Da, so, ich glaube, alle Gegner haben wir erledigt jetzt. Was war? Oh mein Gott.
Okay, warum hat er seinen Angriff nicht? Warum kommen wir immer noch Gegner? Warum sind da immer noch Gegner? Das ist ja schon alles dreimal erledigt. Ich kann immer noch Gegner auftauchen. Warte, meine Heilung wurde abgebrochen. Ich dachte, meine Heilung kann nicht abgebrochen werden wegen diesem einen Effekt. So, irgendwas war doch noch hier. Oder auch nicht. Warte. Da. Mein Gott, ich muss. Wollte das sagen. Irgendwas ist doch noch hier. Deswegen man zurückfliegen muss. Aber sonst nichts mehr, ne? Da. Zack. So, weiter. Mir egal, wenn hier noch irgendwas ist. Wollte mich eigentlich nur heilen, aber okay. Warte mal hier. Magiesphäre. Mäh. Die ist mäh. Da muss man wieder irgendwas machen. Ich glaube, hier muss man so durchfliegen, ne? Das war sehr nervig. Ja, ich glaube, das war nervig. Ich kann mich nicht. Doch, ich kann, nachdem ich geflogen bin, noch einen Doppelsprung machen. Watson. Jetzt bin ich da durchgekommen, ganz ehrlich. Die richtige Höhe oder was haben. Gott. Verdammt, das verdammte Teil. Und dann jetzt, wo es mir auffällt, die Musik erinnert mich nicht an Final Fantasy 10, sondern an Final Fantasy 10 2. An irgendeine Höhle. Ich weiß jetzt noch nicht mehr welche. Gott, verdammter Dreck. Ey. Kann ich wahr sein. Aber das habe ich auch irgendwie sehr viel schwieriger in Erinnerung. Meine Güte, bin ich besser geworden. Und ich bin ja erstmal mit Level 80, glaube ich, durchgerannt. Also ja, keine Ahnung. Wann war ich damals schlecht oder wie? Da habe ich jetzt alle Puzzleteile. Ich habe hier alle Puzzleteile. Das heißt, ich habe alle Puzzleteile, ne? Yay! Dann machen wir am Ende. Erstmal hier durkommen. Das ist ja Arbeit, dann hat Vergnügen. Ich glaube, wir sind schon hier am Ende. Alter, wir sind schon am Ende. Ja, hat viel schlimmer in Erinnerung gehabt. Aber ich meine, das hier war der schlimmste Part von allen. Trotzdem. Ich habe das hier dermaßen schwieriger in Erinnerung gehabt. Weil da sagen wir das nicht. Ich glaube, der allerletzte Raum hier ist noch ein bisschen schwierig. Aber ich habe Magnega und so alles. Apropos. Guck mal, wie einfach das jetzt ist. Ich war da mein Fehler. Guck mal, Donald, Rufi? Wir kriegen voll auf die Schnauze. Face auf. Irgendwo ist immer 12 Uhr mittags, wie der eine Typ aus Overwatch da sagt, dieser Cowboy, ich habe den seinen Namen vergessen, McCreed. McCreed oder McCready? McCready ist der aus Fallout, ne? Ja, McCree ist der aus Dingens. Okay, das Problem ist jetzt nicht, dass ich hier verrecke, sondern die nicht verrecken. Wir lassen einfach, da kommen ja mal mehr. Und jetzt habe ich mir Angst gehabt, jetzt müsste es eigentlich schneller frecken. Ich habe noch Formen, so Überformen und so, wenn alles im Bach runtergeht. Aber bei meinem Glück verwandle ich mich wieder in die Antiform.
Ach Gott. Aber jetzt kommt noch ein Raum und danach kommt der letzte. Duell, Warp-Konter. Hab nur Dreiecks-Spam. Ja, Ding so weggehauen. Ja, da ist schon die Tür. Wir sind gleich am Ende. So oder so. Schon zwei Balken. Boah. Au. Los, Goofy. Hast du nicht den Schild der Protoss hat? Habe ich den anderen ausgerüstet? Nee, ich habe Königinwache ausgerüstet, glaube ich. Also nix hier. Da müsste ich ja irgendwie so ein Pilzschild oder so haben. Schon selber geil. Ich habe schon selber gemacht. Ja. Ich meine, wie viele Abschlüsse wir haben. Sehr gut, ne? Hier wird es ein bisschen, weil die sind auf so engen Raum. Das ist halt das Schlimme. Der schlimmste Raum kommt ja noch. Da kriege ich bestimmt auch besser. Das sein hat hier so durchbrezeln, als wäre nichts. Ja, durchbrezeln nicht, aber ist sehr viel einfacher, als ich jetzt in Erinnerung hatte. Habe wieder geheilt. Habe ich aber nicht Ultima oder irgendwie sowas, aber Ultima, ne? Nicht so im nächsten Part herstellen. Auf Screen brauche ich halt eigentlich nicht. Die ganze Zeit Dings hier ausrüsten. Diese Aladdin-Klinge. Damit ich mehr Geld bekomme. So schlimm ist noch nicht Donald. Au! Lieber dich heilen sollen. Die Gegner verrecken einfach nicht. Ja, ich kann auch hier noch zurück. Sehr geil. Nee, doch nicht. Boah, hier kommt. Ich bin ganz dazu doof. Habe ja eine einfache Möglichkeit, alles zu erledigen. Die hinterlassen ja alle MP-Kugeln, also kann ich halt einsetzen wie blöd eigentlich. Alter, seid ihr nervig. Was hat er schon wieder an? Boah, Elke Face hier. Oh mein Gott. Das ist die nervig. Na komm her. Boah. Man muss sich auch immer zu mir hindrehen. Ist ja schon wieder. Ach komm, wir machen den Kampf hier unnötig lang. Bist du halt eigentlich? Boah. Das hat. Boah, mein Gott. Boah, wird wieder ein langer Part. Ja. Das so eine gute Idee war jetzt. So, wer will jetzt? Oh Gott. Ja, weswegen war dieser Raum noch mal so schlimm? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß, glaube ich, wieso. Ich weiß, glaube ich, genau, welche Gegner hier auftauchen. Aber das ist der letzte Raum hier. Da sind wir fertig. Noch einen Haufen von Gegnern hier erledigen. Dann sind wir fertig. Wir hinterlassen die alle hier MP-Kugeln. Was hier los ist, ey. Ja, nur am hin und her wirbeln. Goofy bringt mich in Sicherheit. Er surft einfach mit seinem Schild weg. Boah. Mein Gott. Habe ich nicht mal diesen Sprintangriff, wo ich auf Gegner zu düse?
die Viecher. Werf mich die ganze Zeit durch die Gegend, genau. Dann kommen gleich noch diese einen Typen mit diesen, was weiß ich, was das für Dinger sind, diese Sphären oder irgendwie sowas. Fest das! Immer noch einfach als diese Dragoner-Typen. Also wenn die einen mit diesem Kack treffen. Das ist einfach nur nervig. Ja, die Viecher. Ich glaube, die machen mich fertig. Wenn nicht, wenn die mich nicht fertig machen, dann weiß ich echt nicht, was hier so schwer war. Guck mal, irgendeiner von mich hat den getötet. Ich setze einfach Magnet hier ein. Ja, auf den Nerven hier. Rufi und Donald lernen übrigens nichts Neues mehr, habe ich so das Gefühl. Der Sprung, was machst du jetzt? Boah. Hier sah es so aus, als wüsste ich, was ich hier tue, aber ich tue eigentlich nur X-Smashen hier die meiste Zeit. So, immer noch nicht vorbei. Bessert. Okay. Nee, ich dachte, da wäre so einer. Verdammt. Der mit den Sphären soll weggehen. So, komm her. Mit seinen Quadrate einfach nicht wissen, was zu machen soll. Ding ist auch zum Quadrat geworden, diese Dance-Sensor hier. Boah, ich treffe die nicht. Hör auf damit. Ich glaube, der Kampf geht noch ein bisschen, ne? Was ist das? Boah, der ist weg. Kann ich hier Geistesblitz auslösen? Weiß er nicht mehr. Xal den Bus kann das machen, aber bei dem Viechern nicht. Der Dreieck ist klar, aber. So, ich habe wieder ein P, gut. So, gleich ein Level up wieder. Und zwei Level up sehen in diesen Kämpfen. Oh Gott. So, erstmal das. Dann das hier. Dann auch treffen am besten. Boah. Ich auf den Arm nehmen, lass dich gefasst treffen. Da war immer nur die gleichen Viecher, ne? Irgendwie der Tänzer, Dragoner. Eine Samurai oder so. Bessert. Eigentlich nur. Brutales Button-Meshen, was ich mache. Meiste Zeit. Ah, Maximum AP, gut. Und Abwehrkraft brauche ich. Komm her. So, kommt her! Uff. So. Und er jetzt mal aufhören zu spawnen. Das hat dauert viel zu lange hier. Ja, jetzt kommt es direkt noch, ne? Nix da. Hört mich mal. Und frisst hat. Jetzt frag doch mal endlich, ey. Bah. Ich habe nur die Überform, wenn alles hier schief läuft, also. Aber ich habe gleich wieder AP. Ich sage nicht, dass ihr mich hier voll zerstören könnt. Vielleicht Magnet einsetzen sollen. Ah.
Ah, du bist weg. Du bist gerade aufgetaucht. Ja, schon fast so lange wie das Finale hier. Weil die Gegner hinterlassen auch gar nichts, ne? Da könnte man voll geil einige Gegenstände farmen von den Viechern. Weil die hinterlassen ja, die sind die einzigen Viecher, die einen bestimmten Gegenstand hinterlassen. Oh, sehr gut. Oh, Item, super. Ich wusste, ob man hier noch irgendwas bekommt, so Ability-mäßig oder Level-Up-mäßig, aber das ist jetzt so einfach. Ah, schon. Gut. Wir haben es durch die Höhle des Gedächtnisses geschafft. Alles klar. Aber hier ist das. Nehmen wir es zu einem späteren Zeitpunkt durch. Kann ich jetzt einfach nur den Ausgang aktivieren, ohne irgendwas zu machen? So, was haben wir hier drin? Eine Karte bestimmt, ne? Richtige Version. Und ja, Hof der Zusammenkunft. Nee, ich muss sie aktivieren anscheinend. Schade. Einige Zeichen kennen wir doch. Ja, was hat es damit auf sich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hm. Diese Nummer könnte auch alles bedeuten. Wir sind nun zugänglich. So. Jetzt haben wir hier einen Geheimgang gefunden. So, damit haben wir mal alle Karten. So, niemand, da haben wir alle Herzlose, haben wir noch nicht alle. Ach ja, wurde hier alles übrigens aufgedeckt und mit Fragezeichen versehen, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe und geladen habe. Aber das kann warten. So, oh Gott, Spoiler. Aber jeder weiß doch schon, was das ist, oder? Wir gehen jetzt hier raus. Weil wenn wir hier rausgehen, dann kommen wir zu wieder Aufbaugelände. Dann treffen wir diese Pisser her. Gut, ne? Boah, ist das schön. Alles klar, dann können wir ja hier den Part beenden. Ich glaube, ich werde noch bis Level 70 trainieren. Und dann versuchen wir uns nächste Mal an den ersten beiden Cups, an den ersten beiden Paradox Cups, die in der Unterwelt Arena auf uns warten. Machen wir das, weil ich glaube, die erste ist Vorgabe 60 und die andere ist Vorgabe 70. Wenn wir die locker schaffen, dann können wir ja die auf Level 80 versuchen. Klingt dann nach dem Plan. Ja, gut. Jedenfalls wollten wir das schon mal hinter uns haben. Gut, dann würde ich sagen, ich bin der Part hier. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja mal ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst was hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.